Über 60.000 Euro für einen guten Zweck hat der Stadtbote in Hagen mittlerweile an gemeinnützige Einrichtungen gespendet, unter anderem auch mehrfach dem Kinderschutzbund. Wir haben auch schon mal darüber berichtet. Jetzt sind wieder über 2.500 Euro zusammengekommen für den Kinderschutzbund. Und dann muss man doch mal nachhaken, Herr Hegrenz, der Inhaber des Stadtboten hier in Hagen, wie kommt das Geld zustande? Hat man das einfach so locker in der Tasche? Macht der Stadtbote so viel Gewinn, dass er sagt, Mensch, wir verteilen alles einfach. Aber Sie haben da eine ganz coole Berechnung drin, ne? Ja. Erstens möchte ich ganz kurz betonen, gemeinnützige Projekte im Kinder- und Jugendbereich. Also vor ein paar Jahren haben wir eine Möglichkeit gefunden, für den Kunden eine Porto-Rabattberechnung zu erreichen, unsere Dienstleistung durch diese Rabattierung zu finanzieren und halt für Kinder- und Jugendprojekte etwas in unserer Umgebung zu tun. Das heißt, wir haben uns damals feste 8% festgeschrieben, die wir von unserem Gewinn für diese Kinder- und Jugendprojekte einsetzen möchten. Aus einem persönlichen Grund 2007 ist mir mal viel wiedergegeben worden und das möchte ich also an dieser Stelle wieder zurückgeben in die Gemeinschaft. Ich meine das jetzt nicht unbedingt finanziell, sondern ganz einfach, mir ist was Gutes widerfahren und dieses Gute möchte ich ganz einfach wieder weitergeben. Das heißt also, der gute Zweck ist bei Ihnen schon in der Kalkulation mit drin und letztendlich könnte man, wenn man jetzt Werbung machen würde für den Stadtboten in Hagen, könnte man sagen, tun Sie was Gutes, verschicken Sie Ihre Briefe über den Stadtboten. Dann ist das auch dann gleichzeitig eine gute Tat schon wieder. Aber Ich möchte ganz kurz betonen, wir stellen keine Briefe zu, sondern wir sortieren nur. Wir machen nur eine Teilleistung für die Deutsche Post AG. Das müsste ich nochmal betonen. Okay, aber man kann sich ja an Sie wenden, als Unternehmer kann sagen, okay, ich möchte... Man kann dadurch nur gewinnen. Und kriegt die Post sogar noch abgeholt, wenn ich das gehört habe. Ja? Kostenlos. Eine Dienstleistung oder ein Paket von Dienstleistungen, die jeder auch im Internet letztendlich dann auch nachlesen kann, was der Stadtbote dann eben auch macht. Frau Burkhardt, 2.500 Euro, eigentlich könnte man sagen viel Geld, aber trotzdem wieder so ein bisschen auch der Tropfen auf dem heißen Stein. Geld wird hier ständig gebraucht, aber hier ist schon einiges zusammengekommen durch den Stadtboten hier in Hagen. Es geht doch meistens in bestimmte Projekte, die gerade Geld benötigen, oder? Ja, also 2.500 Euro, das ist für uns schon ein riesen dicker Tropfen auf den heißen Stein. In dem Fall war es so, dass die Spende vor Weihnachten angekommen war und wir waren gerade in der Aktion, dass wir für Kinder, die in Armut leben, Weihnachtsgeschenke gerne hätten wollten, weil viele Kinder doch auch ohne Weihnachtsgeschenke bleiben. Das war also wirklich, das kam wie gerufen. Das haben wir dann umgesetzt, dass also jedes Kind also im Wert von 20 Euro halt beschenkt werden konnte. Das war eine ganz, ganz schöne Sache. Und der Herr Hegrenz vom Stadtboten hat dem Kinderschutzbund auch schon öfter mal Geld gespendet, zum Beispiel für Freizeitunternehmungen, die wir mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderten hatten oder für unseren Suppenkasper. Und insofern sind wir im Laufe der Jahre immer wieder bedient worden und wir freuen uns auch, dass der Stadtbote auch andere soziale Einrichtungen unterstützt, denn schließlich und endlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Wir benötigen als soziale Organisation Menschen wie Sie und Ihr Unternehmen. Ganz genau, nämlich es sind ja auch andere Einrichtungen, wir haben gesagt, alle hat es mit Jugend zu tun, mit Kindern und Jugend zu tun. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, wir möchten uns auch mal an den Stadtboten wenden, geht das so einfach, dass Sie sich an Sie wenden und sagen, spendet uns doch auch mal was und wie funktioniert das? Genau deswegen haben wir seit Januar letzten Jahres eine eigene Facebook-Seite, gemeinsam für Kinder. Dort stellen wir nicht nur die Projekte vor, sondern dort erwarten wir eigentlich auch Vorschläge aus der Bevölkerung. Okay, also über Facebook. Es können also auch Einzelschicksale sein, wo eine Familie mit Kindern da wirklich absolut dringend etwas benötigt. Da haben wir dann schon mal in Kooperation auch mit der Frau Burkhardt, mit dem Kinderschutzbund, dann auch schon mal was bewerkstelligt. Aber da erwarten wir zum Beispiel auch Vorschläge aus der Bevölkerung. Also über Facebook, wir sagen es nochmal, wir blenden es auch nochmal ein, die Facebook-Adresse und auch die Internetadresse.
Frau Burkhardt, bleiben wir ruhig mal bei den Spenden. Wir haben gesagt, eigentlich werden die ständig gebraucht. Was sind denn im Moment so Projekte, wo man hier gerade beim Kinderschutzbund sagt, da wäre es gerade ganz dringend, da bräuchten wir jetzt noch so ein bisschen was? Ja, also für die alltägliche Arbeit, Suppenkasper und alles, was wir haben, natürlich immer. Aber wir planen jetzt zum Beispiel schon wieder für den Sommer. Wir haben heute noch darüber gesprochen, dass wenn wir Sommerfreizeiten machen, bestimmte Kinder gar nicht das Geld haben, beziehungsweise deren Eltern, damit sie eine Woche an die See fahren können. Und da ist das so, dass wir jetzt schon wieder gucken, wen können wir ansprechen, damit diese Kinder einmal in Urlaub fahren können. Na, oder wir wollen in den Sommerferien für die Kinder, die in Hagen bleiben und die aus bestimmten Gründen nicht mal eine Woche wegfahren können und wir das auch nicht organisieren können, wollen wir Schwimmkarten zum Beispiel besorgen, dass die ins Freibad gehen können, dass die da ein bisschen eine Abwechslung haben. Dann kommt als nächstes unsere Schultornister-Aktion zur Einschulung. Ne? Also wir sind immer schon mit unserer Planung ein halbes Jahr im Voraus. Im Grunde. Das ist auch ganz wichtig, dass wir wahrscheinlich jetzt darauf hinweisen, denn es wird jetzt in dieser Zeit benötigt, um dann in den Ferien im Sommer dann zur Verfügung zu stehen. Ja. Also diejenigen, die es sehen und hören, sollten sich mal Gedanken machen, gerne, ob sie denn da nicht irgendwelche Möglichkeiten haben. Und die Sache mit den Reisen, da sind auch mal bestimmt so manche Reiseunternehmer, Busunternehmer und sowas, glaube ich, auch angesprochen. Ich glaube, die haben da auch vielleicht ganz pfiffige Ideen. Wir werden darüber berichten, wenn es soweit ist, aber jetzt ist erstmal die Spende angesagt und Ihnen, Herrn Hegrenz, nochmal vielen Dank für Ihr Engagement hier in Hagen. Ich denke mal, es wird vielen jetzt mal bewusster, wenn sie die Stadtbotenautos in der Stadt sehen, dass die auch für einen guten Zweck durch die Gegend fahren. Und ich danke auch ganz, ganz herzlich Ihnen und auch Ihnen für die Berichterstattung.